Sie sitzen ja hier an der Rezeption. Was ist eigentlich sind so die Aufgaben der Rezeption? Also in der Frühschicht ist es zum Beispiel der Checkout. Und zwar kommen die Gäste, die hier übernachtet haben, die kommen zum Auschecken, das heißt, sie kommen zum Bezahlen, begleichen bei uns die Rechnung, wir nehmen das Geld entgegen, egal ob in Form von Barzahlung, von Kreditkarte und verbuchen das. Und dann kann es auch schon sein, ab 14 Uhr können die Gäste bei uns einchecken, dass wir auch schon den Check-in mit übernehmen. Und dann fallen so Arbeiten an wie Reservierungen annehmen, egal ob telefonisch oder per E-Mail. Dann Rechnungen ausdrucken natürlich, weiterleiten auch an die Buchhaltung. Und alles, was hier noch anfällt an Telefon, Fundsachen zum Beispiel, wenn jemand sagt, er hat hier übernachtet und hat seine Zahnbürste vergessen, dass wir sowas notieren und aufschreiben und auch immer zurückrufen, sind so die Aufgaben, die jetzt zum Beispiel in der Frühschicht sind. Und in der Nachtschicht ist dann mehr so, das, was am Tag passiert ist, wird dort verarbeitet, mit einem Tagesabschluss, der gezogen wird, wo man auch alle Zahlen vor sich hat. Was macht Ihnen hier am meisten Spaß? Natürlich der Gästekontakt und auch, dass man hier mit vielen verschiedenen Kollegen zusammenarbeiten kann. Man hat auch ziemlich Abwechslung im Beruf, weil es nicht jeden Tag das Gleiche ist, sondern immer wieder was Neues kommt, eine neue Aufgabe, dem, was ich stellen muss, und das ist das Schöne dran.